Ich starte einfach, jetzt läuft's. Hallo Mevia, Leute! Drei, zwei, eins. Ich kann doch jetzt nicht lachen. Das kann man doch nur noch im Kopf schütteln. Fang jetzt Drei, nicht an. zwei, eins. Oh Mann. Hallo Leute, hier sind wieder Mephisto 2051. Warum MC? Mavia, ich kann nur noch im Kopf schütteln. Oh. Machen wir jetzt endlich angefangen. Seid ihr sicher, dass die Aufnahme läuft? Jo. Ja. Und Backpfeifen. hallo. Varuna hat schon verkackt mit der Hallo, TFT-Vorsync. wie unhöflich seid ihr denn? Hallo, Xela. Hallo. Ja, hallo. Koste meinen Stahl. Ja. Obwohl, wahrscheinlich bist du besser ausgerüstet als ich. Ich sollte es lassen. 17 Rüstung. Ja, ich lasse es. Was hab Meine ich denn? Rüstung ist sowieso schon fast kaputt. Dann machen wir sie mal schnell ganz kaputt. Ha? So, also ich war schon wieder in ein paar Aufnahmen nicht da. Habe alles Mögliche nachbekommen auf. Oh, ich habe mir mit. Oh Gott, was haben wir denn jetzt da alles drin? Ja. Craftsman, Fighter, Fighter, Herbalist, Miner, Survivalist. H1, H2, Twilight Forest. Ja, siehst du mal, was du Holla. alles verpasst hast. Ja, wenn ihr immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten aufnehmen müsst, wenn ich lerne. Oder schlafen. Ja, du hast. Das letzte Mal hast du geschlafen. Ich habe dich noch angeschrieben, sollst aufwachen, ist nichts passiert. Es war noch der Termin, den du vorgeschlagen hattest. Echt, oh Gott. Ja, siehst du, von dem ganzen Lernen wird man nur müde und von dem Wetter auch. Egal. Wir sind wieder alle zusammen hier. Plus Xela. Plus ich, ja. Den haben wir heute auch dabei, Wir auch in haben der Aufnahme. inzwischen, guck mal hier, ne, wir haben eine richtige Schmelze inzwischen. Wir haben den Controller. Mavia hat den Controller gemacht. Sehr schick. Ja. Funktioniert. Aber wir müssen noch von Hand zapfen, oder? Ja, leider. Wobei ich gesehen habe, warte, es gibt ein Emitter. Können wir nicht einfach einen Schalter oben drauf setzen und den ziehen? Ah, das könnte man machen. Schalter, Moment, ich probiere es gerade aus. Würde doch eigentlich gehen. Das ist Würde wahrscheinlich so primitiv, dass ihr nicht drauf gekommen seid, ne? auch einen Redstone-Emitter geben. Du musst den Schalter auch anlassen. Ach so, meinst du? Denkst du, das geht? Nein, Ja. andersrum. Aber Hat wahrscheinlich doch funktioniert es funktioniert. nicht, wenn man, das muss Nee. gepulst werden. Ja, eben. Dementsprechend. Ja. Und einen Timer haben wir, glaube ich, noch nicht. Wir haben Stimmt, eine. da muss der Redstone Clock dran früher. Naja, das muss immer gepulst werden. Aber dann, no, dann musst du wenigstens noch einmal am Hebel ziehen, statt an jedem Häkchen, jedem Hahn einmal. Ja, okay. Arbeit Gut. halbiert, Aber hä? wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Wir haben noch, ich habe noch ein bisschen was Neues gemacht. Das haben wir hier schon Bisschen. im Hintergrund gesehen. Hier, dann Auch komme ich mal mit. für Ich habe dich zwar gerade verloren, aber da bist du ja. Mephisto ein ordentliches Sortiersystem, dass der blickt, wo was hinkommt. Ja, das habe ich ja schon festgestellt. Oben links Blöcke, Barren, Nuggets, Erze. Deswegen Genau. passen auch Bronze und Lapislazuli einfach nicht zusammen. Aber egal. Immer Der war mitten in die vorhin Fresse noch rein. hart. Gut, dann gehen wir mal weiter. Mevi hebelt sich ein in der Zeit. Ja. Hier haben wir noch eine kleine Neuerung. Das Haus hat eine Ecke weniger. Mit Rüstungsständen, oder? Genau, dann irgendwo mal. Ich habe so viele Rüstungen, dass ich die alle mal irgendwo zwischenlagern kann. Sehr Außerdem schön. im Sägewerk. Dem alten? Im neuen. Wo ist denn das? Hier. Hier ist gut. Ich sehe nur noch Mavia. Ich weiß nicht, wo du hin bist. Das neue Sägewerk ist hier hinten. Hier, komm her. Also da haben wir jetzt auch ein paar Draw drin. Ja, Moment, ich esse mal was. Deswegen komme ich nicht mehr vom Fleck zu hungrig. Die auf der linken Seite werden noch gefüllt. Die auf der rechten sind schon fertig. Auch hier in jedem Ding 24 Stacks Platz. Sehr schön. Hier unten die Drawbank. Ohne die kann man die Draw gar nicht erstellen. Hat mich ein bisschen Zeit gekostet. Ich, technikbegeisterter Mensch, habe natürlich 10 Stunden gebraucht. Oh, ein Ei. Da kann man da auch irgendwas reinsortieren und es kommt automatisch den richtigen Draw oder müssen wir das noch manuell richtig Nein, das einsetzen? musste schon noch automatisch, Ach, das ist ja personell. furchtbar, diese Kuhfarm.
Xela ist schuld. Er hat noch gesagt, er hat sie gefüttert. Unfassbar viel. Beide schuld. Moment. Optionen, Sound. Hostile Creatures, Friendly Creatures. Jawoll! Eier haben wir inzwischen auch genügend. Das heißt, habe ich extra dahingestellt. Ja. Ich kann so, immer ich wieder. Ich habe auf 20% gestellt. Dann ja, ganz klar. Ich kann immer wieder. Kusch! Es hängt. Was hängt? Kusch! Mein Spiel hing gerade. Ich kann immer wieder ein paar Apfelkuchen bauen. Apfelkuchen. Aber da hätte ich jetzt nicht auf, in echt auf ein Stück. Das wundert mich nicht. Na, sagen wir eher auf so einen Kuchen. So, jetzt brauchen wir aber wieder. Was habe ich da jetzt? Mehl. Wir, machen wir eigentlich im Twilight Forest weiter oder? Ja, wir bräuchten noch den Alpha-Yeti-Pelz. Wir müssen vorher noch was klären. Ja, ist recht. Ach stimmt, du wolltest ja die Räume einteilen in dem Haus, ja, das jetzt fertig ist. Wir haben hier ein paar Wände eingezogen. Mhm. Schön. Ein Treppenhaus haben wir. Ja, das war ja vorher schon da. Aber hier gibt es eben auch diese Wände. Das heißt, wir haben hier einen Raum. Das gleiche auf der anderen Seite. Und oben noch ein Dachgeschoss. Ja, hallo, ich sehe dich. Mit diese Spanner auch vor dem Fenster. Mit den Gauben, die ich gut hingekriegt habe. Sorry für das Eigenlob. Der grün leuchtet. Yeah. Da sollte ich vielleicht noch Uran bauen. So, jetzt ist eben die Frage, wer kriegt was? Wer will was? Ich hätte gern die obere Etage. Kriegst ein Zimmer. Okay. Was auch gerne unter dem Dach sein kann. Genau, kannst auch die oberste Etage haben. Da oben gibt's noch einen Kapuff. Wo man aber nicht hinkommt. Also, das sieht nicht aus, als ob da noch viel ist. Ja, eben, deshalb kannst du die oberste Etage haben. Kriechgang. Dann hätte ich gern das Zimmer, in dem ich jetzt stehe. Gut, dann vereinbaren wir das so. Mevia, der steigt auf den Flur. Warte noch kurz. Mal hier. Also von der Grundfläche sind sie alle vier Zimmer gleich groß. Ja, hier oben ist halt ein bisschen Dachschräge drin, die fehlt, aber ansonsten. Ich würde. Bum, 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 bum. Lieber rechts oder lieber links? Ich bin gespannt, wie lange ich noch hier einen Ausblick habe, bevor ich dann ein Haus vor der Nase habe. Hehe. Naja, du hast eigentlich gute Karten, dass nichts kommt. Nur ein Lagerraum kommt noch. Ein Lagerhaus. Ich würde das Zimmer hier nehmen. Wie ist denn jetzt das? Links oder rechts? Links. Rechts. Okay, rechts. Welches? Das hier. Das unter mir. Damit da, er dann immer mit dem Besenstiel an die Decke klopfen kann, wenn ich da oben Party feiere. Da, wo die roten Punkte rumschweben. Gut, ja, dann nehme ich, glaube ich, das ist dieses welches hier. Oder ich nehme das oben. Ne, ich nehme das oben. Wir haben da hinten einen Creeper auf dem Dach stehen. Auf welchem Dach? Wenn man hier aus dem Fenster schaut, geradeaus. Na, das ist nicht unser Haus. Na dann, perfekt. Dann gehe ich mal hin und ärgere ihn. Das bringt ja eh nichts mehr. Schade. Ja. Also ich nehme das oberste Dachgeschoss. Das zweite. So, genug Räume verteilt. Gut. Auf zum Twilight. Wisst ihr, wenn ihr jetzt hier rechts und links habt, kann ich doch beide Etage, beide Räume. Nein, ich nehme oben die andere Dachseite. Oh, verdammt. So, jetzt noch ganz kurz, was haben wir denn für einen Baum im Garten? Dann gehst du hin und guckst. Das ist der Der Skelettplatzbaum. Genau der. Das Treppenhaus ist übrigens nicht ausgeleuchtet, Baruna, ne? Muss ich noch gucken. Es zischt. Oh, da kommt noch so ein anderes Teil. Ah, aua. Der Karate-Zombie hat ganz schön Punch. So, ich habe noch eine Ratte und... Mit einem gemeuchelten Kollegen. Mach dich dann damit fertig. Ist das ein normaler Wolf? Ne, das ist ein Direwolf. Betweenland. Okay. Ui. So, jetzt bin ich in dem Baum drin und passiert nichts. Aua. Oh doch, es ist was passiert. Verdammt. Komm in eine Dimension.
Eine Dimension. So, in der Dimension waren wir schon. Ja, aber ich nicht. Darum gehe ich da jetzt nicht mehr hin. Ich kümmere mich mal. Also ich hatte überlegt, dass ich hier ein Lagerhaus noch hinstelle. Sieht zwar schön schier aus, aber irgendwie sehr seltsam sumpfig. Ja. Ich habe noch nichts dabei zum Bauen. Ich werde mir mal gerade ein jetzt bisschen Holz holen. Libellen und Co. Komm lieber wieder zurück, bevor hier Kreaturen anschweben, die mich nicht mehr zurückteleportieren lassen. Ich hatte irgendwelche komischen Fleischbällchen über meinen Fleischkeulen. Und das hat dir nicht gefallen? Wie heißt das? Hier, ein Seelenbrunnen, das ist das Portal ins Ende. Nee, sieht nur so aus. So, ich schlafe mal gerade eine Runde. Astral Sorcery, ach so. Tisch. Ist das das besser gerüstet als ich, der Zombie, dem mache ich gar keinen Schaden mehr. Kann auch jemand schlafen? Ich weiß, Mavia lag schon vorhin. Ich habe noch kein Bett in meinem Zimmer. Bin gerade auf einer weiten Reise. Vor allem sagt er, er hat kein Bett in seinem Zimmer. Vor seinem Zimmer steht ein Bett. Geh ins Tipi. Da bin ich schon. Voll. Vollprofis. Ich spiele mit Vollprofis zusammen. Selbst beim Schlafen schwitzt man. So, bin ich hier richtig? Ja, sehr schön. Hast du jetzt wirklich das Dachgeschoss gesucht? Nein, nur ob ich die richtige Seite von dem Haus genommen habe. Ja, hast du jetzt das Bett genommen und bei dir ins Zimmer gestellt? Ja, natürlich. Jetzt ist es mein Zimmer mit meinem Bett. Das ist Mavias Bett. Ja, ich habe das gemacht, ist mein Bett. Mir egal. Mach dir dann eigentlich. Solange du nicht gleichzeitig drin schläfst, ist mir das egal. Kavum. Ich sehe gerade noch, wie das Portal funktioniert. Das Gateway. So viel zu lernen. Draufstellen. Ja. Dann guckst du dich jetzt mal um. Nanu? In der Mitte bleiben. Ja, ich sehe, ich bin jetzt irgendwie... Suche den Unterschied. Schön. Ist ein großer Xela, aber ansonsten... Die Erde drumherum ist verkümmert, aber ansonsten... Nicht außerhalb, innerhalb, in der Kuppel. Ja, ich Hallo. Sehe, dass ich jetzt irgendwie in so einem Dimensionsraum bin. Ja, jetzt musst du nach oben. Musst du nach oben gucken. Jetzt guckt hier an, wo der Unterschied ist. Ein Stern ist anders als die anderen. Ja, einen gelben Stern habe ich schon die ganze Zeit. Ja, und da drückst du jetzt mal Shift und hältst gedrückt. Fuchtelst mal vielleicht noch kurz mit der Maus um den Stern rum, bis du den richtigen Punkt gefunden hast. Ja, und? So lange, bis du den richtigen Punkt gefunden hast. Um den Stern rum, am Stern. Nicht so ganz exakt, leider. Ich habe eine coole Invention für unser Haus. Da passiert bei mir irgendwie nichts. Warum? Was sollte denn passieren oder angezeigt werden? Ich werde hier einen Gang bauen. Ach nee. Das hier. Also... Uff, Mavia ist weg. Bitte. Aber ich bin nicht weg. Weil du es nicht kannst. Ach, ich muss auf dem Ding in der Mitte stehen. Dann geht's. Ja. Dann. Ich nur etwas außerhalb. Hull! Ich bin auf den Stern zugeflogen. So viele neue Dimensionen. Naja, neue Dimensionen. Das ist jetzt keine neue Dimension. Mavia hat das Spiel verlassen. Oh oh. Zum Glück nimmt er nicht auf. Da wäre jetzt hier ein schöner Dirtscreen. Sind wir jetzt im Void? Hast du eine Spitzhacke, Xela? Das ist die Jagddimension. Ja, was willst du machen? Kannst du den hier, den Stone Anvil, mal irgendwo ins Eck packen? Ah, ich hab den. Okay, danke. So. Ich bin gesättigt in der Dimension, okay? Vielleicht nicht in der Dimension. Willst du machen? Da drüber kommt die Lagerhalle.
Achso. Hat das nur zwei Punkte hin und her oder gibt es das? Das hat so viele Punkte, wie es geht. Nur noch zwei Stück. Jetzt das ist ein Teleportnetzwerk, mehr ist es nicht. Ja. Na, wie schön, hier sehe ich sogar angezeigt, wo es hingeht. Ja. Ah, lass mich raten, es gibt dann immer mehr gelbe Sterne, je mehr Punkte es gibt. Yep. Ja. Da du es schon einmal besucht hast, im Idealfall, dann kriegst du auch Bild. Ein Bild angezeigt und weißt, was es ist. Ich finde es nicht so ganz ideal, aber... Ja, man muss halt irgendwann wahrscheinlich wahnsinnig suchen. Ja. Oh, welcher der gelben, 10 gelben Sterne ist es denn? Nein, 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 nein. Ein bisschen muss man sich auch schon merken, aber... So. Aber das kann Mephisto ja nicht. Nee. Mir sehr gut Sachen merken. Je unnützer sie sind, desto leichter. Das glauben wir dir aufs Wort. So, also wenn Varuna hier irgendwo noch die Lagerhalle hinsetzen wollte, vielleicht eventuell hier direkt neben dran, du kannst den das Portal, dieses Gateway einfach Stück für Stück woanders da hinsetzen. Da brauchst du nichts anderes zu machen. Ich setze es auf die andere Seite. Ja, ja. Bis man aber Endpunkt das Portal macht diese Erde hier kaputt, oder? Das nein, die war schon. Das ist einfach nur Terra Clay. Das hat mit Astral Sorcery nichts zu tun. Hätte ja sein können, dass das irgendwie... Sollte dir der Tooltip sagen. Zu einfach. Ja, Astral Sorcery steht ja schon da, aber es hätte ja sein können, dass durch die... Wenn du da Terra Clay von Primal Core siehst, ist das nicht von Astral Sorcery. Dann kann das eine mit dem anderen nicht zusammenhängen. So, dann jetzt ab in den Twilight. In ja, die Folge ist schon fast wieder aus. Ach komm, soll ich da mitkommen? Ich würde gerne mal wissen, wie du immer so schnell rennen kannst. Was hast du denn schon wieder Schönes gebastelt? Schuhe. Die gibt's aber auch schon seit dem ersten Zeitalter. Ich hätte auch gern so ein paar Schuhe. Ey, da machst du die. Musst du. Ich wollte ja schon die Slimesling machen, aber wir haben ja keinen Schleim. Ja, du kannst koaguliertes Blut nehmen. Ganz abgesehen davon Telefon. Haben wir Schleim stackweise. Ich habe ihn nicht gefunden. Ja. Ich habe eben noch gefragt, hat Maruna gesagt, nee, Schleim haben wir keinen. Ich dachte, du hättest welchen. Nein. Ich habe ihn gesucht. Tja. Ja. Bei Stacks. Oh, muss dieses dumme Telefon, die immer bei der Aufnahme klingeln. Ich habe doch eben sogar ausgemacht. Wie kann denn das dumme Telefon klingeln? Macht ihm sonst keinen Spaß. So, wo sind die zwei Stacks Schleim? Bei unserer alten Troller-Kiste. Klopfsteine, Blumen. Die Kiste, die du sogar selber aufgestellt hast, um da Müll reinzumachen. Welche der vielen? Ups! Ich hab nichts gesagt. Gut, dann kann ich ja hier... Hey, kann ich daraus keines Stairs machen? Korrelierte Sachen machen. Xela, welches Labyrinth im Dunkelwald habt ihr denn genommen? Das direkt im ersten Quadranten, oder? Musste ich nachgucken. Haben wir noch Strings rumfliegen? Ich finde nämlich keine Strings mehr, aber diese dumme Kiste. In der Lederkiste. Oh. Lederkiste. Okay. Wir haben eine Lederkiste? Eine Kiste, in der die ganzen Ledersachen drin sind, ja. Oh. Okay, da ist ein String drin, ein einziger. Dann gehst du dir hinten Baumwolle abfarmen und machst dir String. Wo denn? Auf wo die Baumwolle Farm. Ist. Wenn man dir jetzt auch noch die IP des Servers sagen muss, damit du weißt, auf welchem Server wir spielen, wo der Baumwolle wächst. Die Baumwolle gab es noch nicht beim letzten Mal. Was? Die gibt's schon seit einem Monat, mindestens. Wie er lügt. Ah, oh, der Docker. Du musst echt mal in meine Aufnahme schauen. Ich kann schwören, bei mir beim letzten Mal gab es noch keine Baumwolle. Ja, ja. Die habe ich schon gepflanzt. Da hat Varuna, glaube ich, gerade erst mal hinten die Mühle gebaut. Oder vorher schon. Okay, dann habe ich es bis jetzt nicht mitbekommen. So, Frage ist, wo ist hier der Dunkel? Ach, ich muss die Baumwolle ja noch mit dem komischen Blackbait bearbeiten. Ja, da musst du einiges machen. Ups. Oh, warte mal, wo muss ich denn jetzt hoch? Woher wird das nicht so mit dem Twilight Forest? Ah, hier.
Vielleicht baue ich mir ein paar Schuhe oder so. Ich glaube, wir haben hier überhaupt keinen Dunkelwald in diesem Quadranten. Wir haben auch kein Workblade mehr. Doch, in unserem neuen Haus, glaube ich. Nee, wo bist du lang gegangen? Da ich bin gerade nochmal zurück, um die Karte zu holen. Die zweite. Na, das ist ja fast perfekt. Fisto hatte mal einen Dunkelwald gefunden, das weiß ich noch, aber... Wir sind in... Ich habe mir nicht gemerkt, wo der war. Ja. Das war die verzweifelt lange Suche. Diese Richtung. Da, okay. Ich muss ein bisschen umplatzieren, das. War ja klar. Ah, nee. Warte mal, das... Den Dunkelwald... Das ist der mit dem, Urgas-Tower, oder? Der Urgas-Tower interessiert mich nicht. Ich will den Untergrund-Labyrinth, wo man die, die Trophäe auf das Podest setzen muss, damit das Tor aufgeht und dann muss man unten in diesen Katakomben die Geister kloppen. Ach so. Hey, ich habe jetzt diese komische Schleimschlinge. Wie funktioniert die denn? Du hast mal gesagt, damit kann man sich hier... Hä? Ach, ich teleportiere mich in die andere Richtung. Ja, die geht nach hinten. Ist doch logisch. Du hast gesagt, nach hinten die Richtung. Aha. Ja, das ist leider der andere Quadrant, den wir auch schon Platz waren. Mehr. Aber dem war ich, in dem war ich, glaube ich. Ja, da gab es eine... hier gab es die Hydra, die zweite, die haben wir gesucht, die war schon gelootet. Dann müsste man noch einen Quadranten weitergehen. Er hat wieder seinen Ventilator hier voll Power auf, man hört die ganze Zeit ein Rauschen. Meiner ist in der gleichen Position wie vorher. Meinen auf 1 gestellt, damit man eben nicht hört. Okay, es ist bei mir wieder. Wenn er was sagt, hört man ihn. Aber nicht so schlimm. So, wir können auf jeden Fall noch kurz in den Forest gehen und dann müssen wir schon cutten. Langsam. Du willst cutten? Ja, einen Cut machen kannst du jetzt sowieso schon. Wir müssen den Dunkelwald erstmal finden. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall Dunkelwald suchen und ich baue hier mal gleich im Dunkelwald nochmal kurz wieder. Bis gleich. Bis gleich. Na, dann willkommen zurück. Ja, okay, was macht ihr denn hier für lustige Silber? Er begießt mich mit flüssigem Sternenlicht. Ah, okay. Ja. Sieht aus wie silberne, ja, Quecksilber halt. Ist auch giftig, hochgiftig, ja. Nein! So, wir sind jetzt hier beim Dunkelwald angekommen, im Twilight Forest. Mavia baut sich einfach durch. Ich nehme an, das ist Ton. Nein! Ton? Clay, ja. Ja, nehmen. Wir müssen aber hier in den Wald und da die, die Ruine finden. Gut, dass ich dich dabei habe. Oh, das war damals schon ein ewiges Hin und Her, bis ich dann irgendwann so ein Graben kam, das weiß ich noch, da bin ich per Zufall reingefallen, aber... So zum Beispiel. Aber das sieht noch nicht korrekt aus, das sieht mehr aus wie so eine natürliche Höhle, oder? Ja, das ist eine natürliche Höhle. Schade. Ja. Ich habe inzwischen auch endlich so eine Schleimschlinge gemacht, um mal ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Auch broken. Verdammt, meine ganzen Schaufeln sind kaputt. Links, ein Baum. Ich will euch hier nicht zu verlieren in dem ganzen Dickicht. Einfach, oh, hier ist Rock Crystal. Ja, diese überstehenden Baumblätter sind da doch echt hinderlich. Ja. Super. Alles hell. Ich denn jetzt die Schaufel reparieren. Das ist toll an dem. Kann ich da einfach ein Eisen drauf klatschen? So, wir müssten, glaube ich, hier nach links irgendwo. Oder ich hole einfach die andere Schaufel. Gruselig dunkel geworden. Wie gesagt, ich möchte das jetzt nur finden und dann sind wir für heute durch. Wie, du willst eine kürzere Folge machen? Das hier ist der letzte Teil von der ersten Folge. Der letzte Teil von der ersten Folge. Wir hatten eben einen Cut, um den Wald zu... Ja und? Wir sind erst bei 24 Minuten. Ja und? Ja, warum leckt's bei mir? 20 Minuten reichen. Ah, ich habe den Eingang gefunden. Oder einen Eingang. Seit wann bist du so auf kurze Folgen aus? Damit man mehr machen kann. So, ich hab dich. Hoho, sehr schön. Du hattest den Kopf von der Hydra, oder? Ja. Gut. Nicht, dass ich ihn verschlammt hätte. 3, 2, 1, ta-da-da-da. Süß. Das ist jedenfalls... Der andere Köpfe draufsetzen, oder?
Das hier muss Hydra sein. Da. Seite. Nee, das muss einfach nur eine Trophäe sein. Das ist alles. Wer hat denn die Schaufel? Ich hab hier nur den Excavator. Oder habe ich nur einen Excavator gemacht? Excavator ist die große Schaufel. Ja, ja, ich wollte aber eine normale Schaufel. Eine normale Schaufel? Ich habe eine normale, aber das ist meine eigene. Ach, da kommt wieder das riesige Labyrinth mit den 3 Millionen nervigen Gegnern. Oh. Ja gut, dann würde ich sagen, clearen wir das hier und dann sind wir für jetzt durch und machen dann einfach beim nächsten Mal das Labyrinth, oder? Jo. Ja, wenn so sein muss. Wie bitte? Wenn so sein muss. Jawohl. Ich werde dann in der nächsten Folge hier das Lagerhaus hoffentlich fertigstellen können. Mit direktem Zugang von unserem Keller. Oh, ich wollte dich gerade anschießen. Stimmt, dumme Fledermaus. Dann vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Vielen Dank an euch fürs für die anderen euch ans Mitmachen. News und Infos gibt es wie immer bei Twitter. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo wären ganz nett. Und schaut doch auch mal bei Veruna rein. Ciao, Leute. Jupp, bei mir Like, Abo oder Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Bye. Tschüssi.